Wir brauchen noch nicht mal hier. Hey, Geralt. Ach, der Kollege ist das. Ich wollte mit euch über Daedra sprechen. In Ordnung. Aber wir sollten uns zuvor um die Kikimoren kümmern. Wir müssen ihre Kokons zerstören. Das Artzeichen eignet sich dafür am besten. Dort drinnen ist es dunkel. Schluckt also zuvor eine Dosis Katze. Okay. Lasst uns aufbrechen. Find ich toll, wie Eskel ihm gerade halt einfach so nochmal so ein Crashkurs gibt. Ja, das ist ein Kikimon. Du musst das Artzeichen verwenden. Und schluck am besten nochmal eine Katze. Weißt du, was ich meine? So vollkommen. Ach, und genau, und hier haben wir praktisch vorhin gehangen. Aber so voll komisch, weißt du, was ich meine? So, du musst es tun, mach das jetzt. Hä, ich sag ja. manchmal feiere ich dieses Spiel einfach so abartig, einfach aufgrund seiner Art und Weise. Weil einfach so diesen Spaßfaktor sich jetzt zu nehmen, dass du in die erstbeste Höhle, in die du gehst, irgendein Typ drin ist, der dir nochmal so einen Trashkurs gibt in dem, was du eigentlich zu tun hast. Weißt du, so im echten Leben, das ist im echten Leben, ist das einfach gar nicht so logisch. Stell dir doch mal vor, also ich weiß ja nicht, als was du arbeitest. Genau, ich weiß ja nicht, als was du arbeitest. Du Mensch da draußen von dem Rechner, du kannst mir natürlich gerne sagen, als was du arbeitest. Dann können wir uns gerne drüber unterhalten. Auf jeden Fall, es ist doch so, ich weiß nicht, stell dir vor, du arbeitest bei der Deutschen Post. Da kommt doch auch nicht irgendjemand zu dir, hey, XYZ, hier hast du einen Wagen voller neuer Briefe, diese vollen neuen Briefwegen. Die räumst du jetzt aus, tust sie in deinen Wagen, frankierst die Briefe und dann, mein Freund, kriegst du sie aus. Natürlich nur an die Person, auf dessen Name gerade draufsteht. Weißt du, so warum zur Hölle sollte das jemand sagen? Und ich glaube, wir müssen die Kokons zerstören, weil sonst kommen immer mehr von denen. Ja, wisst ihr, was ich meine? So wie der gerade gesagt hat, so, ja, du musst Katze Dosis und Ja-Zeichen und dies und das, aber das würde niemand so machen. Das kannst du mir nicht erzählen, das ist doch vollkommener Schwachsinn. Und im echten Leben schon gar nicht. Kinder, also das echte Leben, das ist kein Spiel, ne? Nur, dass immer beschädigt ist. Ach, ich glaube, ich hatte einfach die Schwerter beim letzten Mal anders gelegt. Beziehungsweise zum Schluss war es ja so gewesen, dass wir relativ oft, Kikimon-Krieger, schön, dass wir zum Schluss relativ häufig mit dem Stahlschwert gekämpft haben. Ich glaube, das ist jetzt einfach drin von diesen letzten Kämpfen gegen die Mutanten, das Stahlschwert zu verwenden. Deswegen drücke ich immer Q für Stahlschwert. Ja, ich bin nicht dumm, okay? Hi, Eskel. Erste Kammer ist sicher. Lasst uns tief. Was? Wir wollen Wollt reden. Ihr mir nicht ein wenig über Daedra erzählen? Tja, es war vor gut 20 Jahren. Ich habe Daedras Vater vor einer Horde Bobolaks gerettet. Wahrscheinlich habe ich zu viele von Wesemirs Geschichten über das Gesetz der Überraschung gehört. Bitte wir was? Alle haben zu viele dieser Geschichten gehört. Gesetz der... Der mit Bobolak-Blut bespritzte Prinz blickte mich an und sagte, ihr habt mir das Leben gerettet, Hexer. Ich stehe in eurer Schuld. Sagt mir, was ihr im Gegenzug verlangt. Das Einzige, was mir in jedem Moment einfiel, war der berühmte Satz, ihr werdet mir jenes geben, von dem ihr noch nicht wisst, dass ihr es einmal besitzen werdet. Ich werde in 6 Jahren nach Qaingorn zurückkehren und herausfinden, ob mir das Schicksal hold war. Ich bin nie nach Qaingorn zurückgekehrt. Dann begann man Gerüchte über den Fluch der schwarzen Sonne zu verbreiten. Alle waren verwirrt. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir haben uns um die Kikimoren zu kümmern. In Ordnung. Ich hätte da aber noch ein paar weitere Fragen. Darf ich jetzt normal mit ihm reden? Nein, okay. Alter. Wir haben eine Höhle ausgeräuchert, jetzt müssen wir weitermachen. Das ist halt auch so eine Sache, ich weiß nicht, welcher normale Mensch macht das denn? Stell dir doch mal vor, du und dein Arbeitskollege machen gerade auf der Arbeit Sachen. Du redest über seine Ex-Freundin, die du in der Stadt gesehen hast, die mit irgendjemand Neuen war. Du redest 2, 3 Sätze, er sagt, lass uns erstmal dieses ausgefallene Ding, was auch immer wieder gerade bearbeiten, und dann erzählst du mir mehr. Hä? Warum? Lass mich doch erstmal ausreden und dann können wir immer noch, weißt du, was ich meine? Ich finde mich fragwürdig. Ich verstehe manchmal gewisse Spielemechaniken nicht, meine Freunde.
Oh Mann, ich habe manchmal so einen an der Waffe. Es tut mir einfach leid. In letzter Zeit ist einfach so viel schief gegangen, was den PC anging, was die Let's Plays anging. Ich habe mir eigentlich viel mehr vornehmen wollen, was ich mache, und im Endeffekt ist nichts draus geworden. Es lag zum Teil, kannst du auch sagen, manchmal so ein bisschen eigene Faulheit, wenn du dann abends schon auf der Couch gelegen hast, in Unterhose oder nackt, am besten nackt, ich sitze immer nackt vor dem Rechner, wenn ich aufnehme, und hast irgendwas geschaut gerade und dann bist du müde geworden und dann, eigentlich wollte ich ja noch was aufnehmen, aber ich bin gerade viel zu faul und dann, ich weiß nicht, manchmal verfluche ich mich so ein bisschen selber dafür, dass ich so ein durchweg gechillter und manchmal auch ein bisschen faulerer Kerl bin, weil ich will ja Content bringen, ich will ja verschiedene Videos bringen, ich meine, wofür mache ich diesen Kanal ja sonst, und ja, ich weiß nicht, vielleicht drehe ich manchmal auch noch Stoß. Eine Kammer ist noch übrig. Lasst uns eine Atempause an. Okay, alles klar. Was wisst ihr über den Fluch der schwarzen Sonne? Naja, dessen Sonne, die ist schwarz. Ich hatte großes Interesse an dieser Angelegenheit und bestach sogar einen bestimmten Zauberer, damit er mir einen Blick in die vom Rat der Magier erstellten Dokumente gewährte. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Was du nicht sagst. Anscheinend haben es die Magier wie üblich vermasselt. Sabrina Glevesig wurde ausgewählt, um die Prinzessin von Kaingorn genauer unter die Lupe zu nehmen. Es war Hass auf den ersten Blick. Wegen irgendeines Typen. Oh Gott, Alter, ist ja klar. Es wurde immer schlimmer. Sabrina kam zu dem Schluss, dass sie über ausreichende Beweise verfügte, Daedre für eine verfluchte Mutantin zu halten und richtige Untersuchungen an ihr durchführen zu müssen. Sicherlich könnt ihr euch denken, dass Daedre nicht im geringsten beabsichtigte, sich untersuchen zu lassen. Nicht zuletzt, weil sie eine Prinzessin war. Sie überredete einige der Krieger des Königs, Sabrina zu beseitigen. In der Burg von Kaingorn brach die Hölle aus. Viele starben, darunter auch eine Priesterin. Was hatte die Priesterin damit zu schaffen? Soweit ich weiß, war sie einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Nachdem alles vorüber war, floh Daedra aus der Burg. Und die Verfolgung hält bis heute an. Genau. Ich werde euch meine Aufzeichnungen zum Fluch geben, sobald wir mit den Kikimoren fertig sind. Lasst uns mit der Arbeit beginnen. Okay, aber eins ist mir gerade noch, während er da geredet hat, eingefallen. Erstens, ungefähr das, was der Typ und ich gerade machen, so, oh, lass uns eine Atempause einlegen, ja, wir reden können. Das habe ich früher mit Leuten im Fitnessstudio immer gemacht. Du hast 2, 3 Sätze gemacht, hast dein Gewisch gehoben, also wie so ein Ochse gebrüllt, und dann war die Verschnaufpause. In der Zeit hast du dich eben über die schönen Vorzüge des Fitnessstudios und derer Menschen, die sich darin befinden, unterhalten. Nein, und das, was er uns gerade gesagt hat, eben die Tatsache mit der Sabrina Glesewig und unserer Daedra, es ist schon ziemlich eindeutig. Es ist genau das, was ich vermutet habe. Und zwar hat die, ja, das, weißt du, was ich meine? Es ist ziemlich einfach damit, mit dieser Aussage, jemand ist ein Mutant, weißt du, was ich meine, damit aus dem Verkehr zu ziehen und sowas. Und wenn er jetzt halt wirklich so ein bisschen, nicht schicke rein, sondern so ein bisschen, ich kenne dich nicht leiden, dahinter steckt, dann ist das schon bitter, Alter. Dann kann ich mir das schon vorstellen, dass die Prinzessin gesagt hat, jo, Junge, schaff mir mal die Schlampe vom Hals, weil ganz ehrlich, wenn irgendjemand versuchen würde, mich die ganze Zeit so anzupimmeln, also ich würde auch irgendwann sagen, ich bin falsch gelaufen. Wenn mich die ganze Zeit jemand versuchen würde, so anzupimmeln, würde ich auch irgendwann sagen, Alter, du hast ja nicht mehr alle, jetzt verpiss dich mal. Ich meine, ich bin kein Prinz. Ich würde wahrscheinlich nicht die Männer des Königs davon überzeugen, mir diesen Typen von Hals zu halten. Aber ich würde vielleicht schon auf Konfrontation gehen. Und ich meine, hier ist einfach das Problem, dass diese Sabrina de Glevig eine Magierin des Weisen Rates ist. Was im Endeffekt ja schon eine gewisse Machtposition mit sich bringt. Das hört sich blöd an, aber es ist so. Du hast eine gewisse Macht, weil du eben auch neue Region, wir sind also richtig, weil du eben unter dem Schutz ja auch irgendwo dieser Magier stehst. Und ich meine, kein König will sich mit den Magiern A in erster Linie anlegen und B, sie sind ja irgendwo auch deine Berater, und du solltest ja irgendwo auch deine Berater auch hören, aber hier ist es halt einfach falsch. Weil wenn du dann nämlich noch so eine exzentrische Magierin wie diese Sabrina hast, die eigentlich die Daedra nur loswerden will, da ist es schon ziemlich eindeutig.
Und solange jetzt hier nicht so eine Kiki-Mohn-Mudde, so eine Schwarmkönigin auftaucht, ist alles gut. Ich erinnere mich noch zu ungern an die Kiki-Mohn-Mudde aus dem ersten Teil, die echt wieder ziemlichen Stress gesorgt hat bei uns. Erinnert ihr euch noch? Wir kriegen jetzt zwei große. Schön. Ich hätte vielleicht Insektoidenöl verwenden sollen. Was macht ihr denn? Espel? Achso, ich wollte schon sagen, wo ist Espel hin? Der mag doch bestimmt kein Feuer, oder? Guck mal, was der andere für Feuerschaden alleine nimmt. Das ist immer ordentlich. Also wenn du überlegst, dass das einfach, dass du theoretisch dich einfach nur kurz wegdrehst, einen irgendwie ein bisschen anzündest und dann wieder woanders hinguckst. Das ist schon ein ziemlich immenser Schaden, den er gerade rausgeworfen hat. Finde ich gut. Oh Mann. Ich habe natürlich keinen. Das war halt im ja, zum Ende hin jetzt echt geil, wenn du einfach so 20 Mal hintereinander so ein Feuerball so bam, AE raushauen konntest. Das war halt schon geil. Abgemacht. Was? Wie sieht's aus, Eskel? Was werden wir mit Daedre machen? Ich weiß es wirklich nicht, Geralt. Ich kann Wesemirs Standpunkt verstehen, aber ich bin nicht scharf darauf, das Mädchen der Zauberin auszuliefern. Ich vermute, sie würde ein unschönes Ende nehmen. Ihr müsst diese Entscheidung alleine treffen. Bitte was? Ich weiß, obgleich euch diese Angelegenheit inzwischen genauso etwas angeht. Sie betrifft sämtliche Hexer. Also gut. Wir werden das berücksichtigen. Gebt mir die Aufzeichnung und lasst uns von hier verschwinden. Alles klärchen. Und die anderen Besucher, also ich must speak to die drin. Ja, klar. Zu Wesemir müssen wir reden, oder? Ja, I must speak. We manage to clear the caverns of Kikimors. Eskil would like to all the witches to decide about Daedra. I must speak with Wesemir now. Im Endeffekt steht da eigentlich nur, dass wir es halt geschafft haben, diese komischen Gefilde, diese Höhlen zu reinigen von den Kikimorn. Und Eskil jetzt eben will, dass praktisch alle Hexer darüber entscheiden sollen, was es jetzt mit Daedra basiert. Und deswegen müssen wir uns mit Wesemir unterhalten. Und wir lesen einfach mal weiter. Die Zauberin Sabrina Gilevi glaubt, dass Daedra Edimane eine bösartige und blutrünstige Mutantin ist und dem Fluch der schwarzen Sonne zum Opfer gefallen sei. Daedra wurde Eskils unerwartetes Kind, als der Hexer das Leben ihres Vaters rettete. Aus Dankbarkeit hat der Prinz von Kaigan Eskil versprochen, ihm zu geben, was ihn bei seiner Rückkehr nach Hause Unerwartetes begegnen sollte. Eskil und das Mädchen haben ein besonderes Verhältnis zueinander. Einige behaupten sogar, dass sie durch Schicksalsbanden gefesselt sein. Eskel, der ruhige und vernünftige Hexer ist mein Gefährte. Wir sind uns auf so viele Weisen ähnlich, dass einige Leute ihn für meinen Bruder halten. Finde ich eigentlich, also ich mag Eskel. Eskel ist echt, also jetzt im Gegensatz zu Lambert, ist er echt ein ziemlich ruhiger Geselle, der halt auch so wie Geralt so zwar aufmüpfig bzw. drohend sein kann, gefährlich sein kann, aber halt eher so, ich mache mein Ding, ich ziehe mein Ding durch und ich versuche, meine Worte erstmal weise zu wählen und versuche erstmal alles abzuwägen. Und allein die Tatsache, dass er gesagt hat, wir müssen mit allen Hexern darüber reden, zeigt eigentlich schon, dass er doch ziemlich erwachsen ist. Und Lambert wiederum, der ist halt so druff und dewitt, aber hier haben wir was. Eine Aufforderung zur Magie, ein Buch über junge Athleten der Kunst, es behandelt die Grundlagen von Magie und Hexerzeichen. Magie ist die Inkarnation des Chaos. Ein Schlüssel, der verbotene Türen zu Albträumen öffnet. Zu den Mächten des Bösen, die die ganze Welt vernichten können. Aber ihr habt immer noch keine Angst vor Magie? Wollt ihr sie immer noch zähmen und sie anwenden? Dann wisst, dass Magie eine Gabe ist, die nur wenigen zuteil wird. Aber diese Gabe in euch gefunden? Wollt ihr diese Quelle anzapfen? Dann wappnet euch für den Jahre intensiver Studien liegen vor euch. Ihr müsst euch enormes Wissen aneignen und euren Verstand unablässig schärfen. Bei kreativer Magie handelt es sich nicht um Zeichen der Hexe oder Taschenspielertricks. Magie ist eine Kunstform. Wenn ihr gelernt habt, diese Kunst zu meistern, so erlangt ihr die Macht über Feuer, Wasser, Erde und Luft. Macht euch über den Verstand der Menschen, Macht über euch selbst. Dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Glossareintrag hinzu. Schön. Boah. Vivisektion. Eine Vivisektion ist ein Eingriff an einem lebenden Wesen. Magier nehmen Vivisektion bei Monstern und Tieren, vor mir wissen,
der Anatomie zu vergrößern. Dabei muss das Wesen immer fest an den Operationstisch geschnallt sein. Denn nicht immer werden anästhetische Mittel eingesetzt. Aua! Das heißt, auf diesem Tisch, den wir gesehen haben, wo ich schon gesagt habe, der ziemlich eklig ist, werden Eingriffe an lebenden Tieren vorgenommen, beziehungsweise an Menschen, beziehungsweise wahrscheinlich an Dedre soll da was vorgenommen werden. Und vielleicht wird sie dabei nicht betäubt, Alter. Wie eklig. Boah, der Fluch der schwarzen Sonne. Aber ich werde das jetzt lesen, denn ich glaube, dass in diesem, ja, sagen wir einfach mal in diesem Abenteuer, der Preis der Neutralität wahrscheinlich im Endeffekt diese kleinen Zwischensachen, so wie das jetzt eben, dieser Klosareintrag, so immens wichtig ist, dass wir herausfinden, was hier vor sich geht und wem wir wie glauben können, dass es wahrscheinlich im Endeffekt wichtig ist, weil wahrscheinlich lesen wir jetzt hier irgendwas drin, was wir dann vielleicht später bei Daedra sehen oder nicht sehen, wo wir dann entscheiden können, ob wir sie ausliefern oder nicht ausliefern. Okay, aber ich lese mal. Der Fluch der schwarzen Sonne. Über Elibalds Prophezeiung wird bis heute gestritten. Achso, das haben wir ja schon. Das ein bisschen haben wir gelesen. Es kursieren unzählige Gerüchte über Mädchen, die unter dem Fluch der schwarzen Sonne geboren wurden und nun ihr Aussehen nach und nur ihrem Aussehen nach menschlich sind. Viele sind der Meinung, dass sie nichts weiter als verfluchte Monster seien. Einige Magier haben Untersuchungen aufgenommen und dabei verschiedene Methoden angewendet. Dabei erwiesen sich in einigen Fällen Vivisektion als die einzig praktikable, Alter, was eine Mordmaßnahme, um die teuflischen Mutationen nachweisen zu können. Allerdings ließ sich nicht klären, ob die inneren anatomischen Deformationen den Grund für die bösartige Natur der Kreaturen darstellten. Der Fluch der schwarzen Sonne war eine Prophezeiung des Magiers Etibald, der die Rückkehr von Lilith vorhersagte, einem mystischen Wesen, das die Welt ins Verderben stürzen würde. Liliths Wiederkehr wird demnach durch 60 Jungfrauen mit Goldkronen, die Flusstäler mit Blut füllen und so ihr den Weg ebnen werden, angekündigt. Aha, also die Prophezeiung von Liliths Wiederkehr sind dann 60 Jungfrauen mit Goldkronen. Im Endeffekt vielleicht jemand wie Daedra, die Flusstäler mit Blut füllen. Und das ist ja ungefähr genau das, was die gesagt haben, dass scheinbar einige Frauen oder Herrscherinnen ziemlich brutal unterwegs sind und eben zum Beispiel dann Menschen foltern. Aber das ist zum Beispiel so eine Sache, die würde ich jetzt gerne herausfinden in Kaer Morhen, indem wir eben die Daedra befragen, was hat es denn damit auf sich? Hast du wirklich den Vater dieser Frau gefoltert oder sagt die nur irgendwas, um dich loszuwerden im Endeffekt? Nekrophagenöl, Ornithosaurusöl, Schwalbe, Waldkraut, Katze, Donner und Rasut, Absud von Weisemann. Ich denke nicht, dass wir viel mehr Sachen hier finden werden, deswegen nehme ich einfach mal unendlich viele Schwalben mit Ornithosaurusöl, können wir auch noch ein, zwei machen, beziehungsweise jetzt keine mehr machen und dann sind wir soweit durch. Sind wahrscheinlich so gut ausgestellt, dass wir die nächste Zeit uns jetzt erstmal nichts mehr brauen müssen und ja, schauen praktisch, was der Tag noch so bringt. Oder nicht bringt, meine Freunde, ich weiß es nicht, ich bin dumm. Ein bisschen dumm. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Oh, ich blinzel die ganze Zeit mit dem Auge wie so ein Depp. Oh, wir sind ja immer noch von Katze betroffen. Ich weiß nicht, ich finde, wenn Geralt Katze verwendet hat, also hier im ersten Teil geht's ja, aber spätestens im zweiten Teil drehst du ja voll durch, hä? Ach, ich wollte gerade sagen, ist der Weg dahin wahrscheinlich doch nicht der Weg nach Kaer Morhen, schade. Aber das heißt ja, wir können später vielleicht mal herausfinden, was es damit auf sich hat. Jetzt gehen wir erstmal nach Kaer Morhen, denn ich will jetzt auch endlich mal mit der Geschichte weitermachen. Wir haben jetzt genug rumgetrödelt und Sachen gemacht, die eigentlich nicht so wichtig waren. Aber ihr wisst ja eigentlich, im Endeffekt muss man alles früher oder später mal gemacht haben, weil ansonsten hat man nichts gemacht. Das ist scheiße. Das wird vielleicht der Hauptweg nach Kaer Morhen sein. Das andere ist wahrscheinlich so ein verschlungener Seitenpfad. Also anders kann ich mir gar nicht vorstellen. Puh. Ratten. Lecker. Aber nun gut, uns wurde ja gesagt, dass die Burg relativ leer ist. Oh, Wesemir. Okay, schön, dass wir Wesemir mal wiedersehen. Hey, Wesi, altes Haus, Alter, wie der läuft. Seid gegrüßt, Geralt. Es ist gut, dass ihr hier seid. Okay. Seid gegrüßt.
Wie war der Weg? Annehmbar. Nichts Spektakuläres. Was ist denn hier los, Wesemir? Wir haben hier ein kleines Problem. Eine junge Frau, die Prinzessin von Kaingorn, ist vor 2 Tagen eingetroffen. Sie sagt, dass sie von ihrem neiderfüllten Bruder und einer bösen Zauberin verfolgt werde und bat uns um Schutz. Das ist aber das falsche Schloss. Hier gibt es keine Ritter in schimmernden Rüstungen. Sie war in einem schlechten Zustand, hungrig, unterkühlt. Wir konnten sie einfach nicht abweisen. Und Eskel benahm sich ganz seltsam. Bevor das Mädchen einschlief, sagte sie noch etwas, dass man seinem Schicksal nicht entfliehen könne. Später hat Eskel mir eine Geschichte erzählt. Vor etwa 20 Jahren hat er dem Prinzen von Kaingorn das Leben gerettet. Er erwähnte dann das Gesetz der Überraschung. Und, wie der glückliche Zufall es so will, stellte es sich heraus, dass die Frau des Prinzen in seiner Abwesenheit schwanger geworden war. Was? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob dies ein glücklicher Zufall war. Geralt. Dann habt ihr also von dem Fluch gehört. Auf jeden Fall gebar die Prinzessin an einem Tag, an dem es zur Mittagszeit so dunkel wie sonst nur in der Nacht war, ein Mädchen. Soweit ich weiß, ist Eskel niemals zurückgekehrt, um das ihm versprochene Mädchen abzuholen. Und aus irgendwelchen Gründen macht er seitdem einen großen Bogen um Kaingorn. Und nun haben wir es mit dem Bruder von Eskels unerwartetem Kind zu tun. Und seinen Söldnern und einer Zauberin, die wild entschlossen ist, die angebliche Mutantin zu sezieren. Herrn Scheißdreck, wie sie tun. Und als wäre das noch nicht genug, trägt dieser Bruder einen Geleitbrief von König Henselt selbst bei sich, sodass wir diese Besucher nicht einfach vertreiben können. Was also sollen wir machen? Sprecht mit Eskel. Immerhin trägt er die Verantwortung für die Überraschung. Wir treffen uns an der Furt, wo Lambert Wache steht. Denkt darüber nach, Wolf. Ich will eure Meinung hören. Können wir? Ich habe mit ihm gesprochen. Okay, gut. Dann wollen wir gehen. Ja, nein, Alter. Eigentlich will ich lieber... Charakter Wesemir, lesen wir gleich. Das Gesetz der Überraschung. Also eigentlich würde ich lieber gerne mit Daedra mal sprechen. Weil das mit dem neiderfüllten Bruder und der bösen Hexe und dem Sezieren, das mit dem Sezieren lassen wir überhaupt nicht durch. Erstmal überhaupt nicht. Kannst du knicken, du komische olle Frau. Kein bisschen. Wir werden jetzt erstmal schauen, dass wir der klar machen, dass wir Hexe jetzt wahrscheinlich erstmal versuchen werden herauszufinden, ob die Dame eine Mutantin ist oder nicht. Weil, wie gesagt, ich habe ja schon von Anfang an vermutet, dass der Bruder nur eifersüchtig ist und es ein ziemlich guter Weg ist, einfach zu sagen, ach, meine Schwester, die ist vom Fluch der schwarzen Sonne heimgesucht, die darf aber gar nicht, weil XYZ, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, also ich bin der festen Überzeugung, wir liefern die mal nicht aus. Das kannst du knicken, Alter. Wir treffen uns an der Furt. Wolf? Was haltet ihr von all dem? Lasst uns diesem Frauenhelden und seiner Hexe zeigen, was passiert, wenn man Hexer bedroht. Und das Ganze als eine Lektion in Sachen Respekt betrachten. Eiskalt. Ihr meint also, wir sollten uns einmischen. Sie sind hierher gekommen, ohne uns eine Wahl zu lassen. Es wäre feige, jetzt einen Rückzieher zu machen. Könnt ihr euch vorstellen, wie Eskel sich fühlen würde, wenn wir das Mädchen auslieferten? Ich versuche gerade, mir einen Überblick zu verschaffen. Wolf? Gut, dann reden wir mit Eskel. Man sieht sich. Aber mein Entschluss steht fest, wir liefern sie mal gar nicht aus. Egal, was für Konsequenzen das hat, das nein. Vor allem nicht, damit diese aufschneidet mit der Fuck you. Sammelt so viele Informationen, wie ihr könnt, Wolf.